So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt, wo wir unsere Schwester in Sicherheit gebracht haben, können wir uns komplett auf Damien und seine Handlanger, ja, Sprachfehler konzentrieren. Und wo stehe ich denn jetzt rum? Ich hab da was, das Licht auf den Typen wirft, den du suchst. Bist du bereit dafür? Okay. Wahrscheinlich nicht. Spiel's trotzdem mal. Ich will, dass Sie etwas für mich überbringen, Mr. Irak. Ah, das haben wir das letzte Mal auch schon gehört. Gibt's einen Namen und eine Adresse für den Job, Das Mr. ist Quinn? natürlich, Frank ja. Frontiers. Eine deutliche Warnung. Treffen Sie die Familie, wenn's sein muss. Sir, ja, Sir. Was haben Sie getan? Das geht Sie nichts an, Okay. Mr. Irak. Tun Sie das. Und ich lasse Sie dafür nächstes Jahr die Auktion leiten. Stimmt. Was für ein Eiskalt. Da war doch so eine Auktion, hat der T-Bone danach gemeint. Hier irgendwo Kampagne. Kein Weg zurück. Ja, es hört sich an, als ob das hier die letzte Folge wird, oder was? Ja. Alter Hurensohn. Das ist eine ganz Verdammter fiese Quinn. Geschichte, ne, Leute? Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung, kein Problem. Scheiß Mafia-Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst, aber nur so am Rande. Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel, dem Merlot. So. Okay, im Hotel. Nikki wird nie zurückkommen. Ich habe sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Das ist nur die Frage. Aber sie ist sicher. Sie sind Haben wir beide genug sicher. Munition? Ich So. weiß, ich könnte sie Mit finden. Sicherheit. Nämlich ein LKW. Aber das Nein, werde ich ich brauche nicht was tun. Schnelles. Ein Nicht schnelles, mehr. wendiges Fahrzeug. Da kommt doch Und was auf jetzt mich Quinn. zu. Lucky Das hole Quinn. ich mir. Er ist an allem Gott. schuld. Ehrlich? Er Alles ist der Massenkasse, Geist, den ich raus hier. gejagt habe. Der Mann, der den Angriff befahl. Ja, Musik weg. Der mein Leben zerstörte und Frauen meine Familie. ramponieren, jawohl. Es Komm, war Quinn. ganz mit. Jetzt wird er mir antworten müssen. Ach komm. Und lieber ein Automotorrad, das war auch cool, sehr wendiger und schneller. Aber dafür lege ich mich wahrscheinlich schon 35 mal ab. Und dann sind wir im Endeffekt auch nicht schneller da. So. Jetzt holen wir uns den Mr. Quinn. Wobei Damien ja auch noch lebt, ist ja auch noch so eine Sache. Da müsste man ja eigentlich auch noch ausschalten, ne? So aus Rache. Ah, das Auto ist eh schon alt genug, kann man bis dann am Rand dran rumrutschen. Den Lack abschaben. Dann 2,8 Kilometer. Scheiße. So, gut, so. Jawohl, Wasser. Bad, parkendes Auto. Gut, dass er die Handbremse angezogen hat. So. Das wieder der Tunnel. Der Tunnel. Los Tundos. Oh Gott. Schon wieder ein fixer Auftrag. Ach, ist immer noch dasselbe. Ganz Zeit. Logischerweise. Wenn ich ihn nicht gemacht hat, oder gemacht habe, dann kann er ja auch schlecht verschwinden. Alter, wie lange fahren wir denn zusammen? Kann ja da, das sind ja Wege hier. Oh komm, das sei hier. Ich hab's eilig, ich muss auf eine Auktion, ich muss noch was ersteigen. Und dann eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Gut, vielleicht ist es ja eine Auktion. Für wohltätige Zwecke. Für irgendwelche Mafia-Bosse und andere Bonsen sozusagen Sache ersteigern, dass Geld für einen guten Zweck gespendet wird. So. Kommen alle mal aus dem Weg hier. Ja, stimmt, da fällt mir auf. Ich habe bestimmt das Geld, das ich in der letzten Folge abgehoben habe, habe ich bestimmt jetzt gerade gar nicht. Weil. Das, als ich die PlayStation ausgemacht habe, wahrscheinlich nicht danach nochmal gespeichert hat. Das ist natürlich blöd. Andererseits brauchen wir kein Geld, wir brauchen nur Waffen. Waffen haben wir momentan. Ja. Und wenn nicht, ist es doch mit Sicherheit so, dass die Wachen dort Waffen haben, die ich dann benutzen kann, nachdem ich sie mit meinen Waffen ausgeschaltet habe. Gott, ist das kompliziert. Aber ich meine,
von nichts kommt nichts, ne? So, also letztes Sprint anziehen hier. Alter, das freut mich echt, wie eigentlich Aiden das überlebt, ohne Witze. Das ist doch unmöglich. Jawohl, alles kann er umhauen, aber so ein kleines Stahlding stoppt ihn. Oh, schönes Auto. Schönes Ding, schönes Ding. Ja. Mit Ferrari ist immer gut. Ja, chill. Chill deine Nuggets. Was war denn das für ein Geräusch gerade eben? War das im Spiel oder außerhalb? Ich weiß gerade gar nicht. Ich hoffe aber im Spiel, ansonsten kriege ich gleich Panik. So. Kein Weg zurück. Attacke! So. Das Merlot Hotel. Hier hat alles begonnen. Wegen diesem Ort ist meine Welt zusammengebrochen. Und wegen Lucky Quinn. Er befahl den Angriff auf mich und meine Familie. Er wird mir sagen... Oh ja. Darauf wollte ich mich schon. Schmeiß ihn bestimmt von ganz da oben runter, oder? Einmal da runter gepeffert, da zuerst zum Mond hochgeboxt, auf all der Runde. Knallt unten ins Wasser. Da kommen Haie. Ich bin's. Wo bist du? Treffen wir uns. Ich habe immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wieder gut machen. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor? Oh Mann. Jetzt sagt nicht, Clara wird sich in Gefahr begeben hier. Das wäre gar nicht cool. Lauschen Sie Quinns Party und finden Sie ihn. So. Quinn gefunden. Oh, das ging aber schnell, ne? Da musste ich nicht viel machen. Da ist er, die Sauhund. Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Oh, ist das witzig oder was? Bevor ich Bürgermeister wurde, sogar bevor ich ein Politiker wurde, Lucky und ich kennen uns lange. Also jetzt ohne Scheiß. Red mal ein bisschen schneller hier. So wie ich Lucky kenne. Komisch, oder nicht? Nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Das ist er. Wo war ich? Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Luckys Herz ist. Okay. Er war großzügig zur Stadt. Und muss nun erstreckt sich seine oder kann ich da irgendwie... Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. So. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre große. Wie komme ich jetzt da rein? Ich will da rein. Ich will die da drin weiter belauschen. Mein Mann hat Ihnen letztes Jahr eine große Summe gespendet. Folgen Sie Quinn und dem Bürgermeister. Also das ist ein Witz. Ah, da. Ich will raus. Hörst du? Ich will da raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege. Und dieses... Och, nö. Gottverdammte Auktionsfiasko.
Jetzt sind wir beide im Visier. Du dieses Amt. So, jetzt muss ich irgendwie die Klammer warnen oder so. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben ihr Rack erwischt. Der Bürgermeister bekämpft die Gangs. Schau mal gleich, guck mal, das ist die einzige Kamera noch. Wie kannst du? Gib mir das Drecksvideo. Okay. Du bist raus, wenn ich es sage. Der ist 75, der steppt ja schon bald von allein. Was soll ich denn machen hier? Also, verlass mein Hotel. Wenn er daran geht, kann ich da weiter belauschen. Du ruinierst mich. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Hörst du mich? Lucky! Greifen Sie das Hotelnetzwerk zu und deaktivieren Sie die Sicherheitssysteme. Uhu, da rein muss ich. So. Alter. Ne, das ist doch jedes Mal dasselbe Scheiß hier. So, gleich mal da rumdrehen. Ja. Aha, aha. Da muss ich Power drauf geben, ja. Tschum. Augen auf. Hallo. Hallo. Aber die Kohle für den Pierce-Job nie abgehoben, alle beiden Jobs abgelehnt. Okay. Okay. Jemand hat den Alarm ausgelöst. Das ist der Alarm. Sieh nach, was los ist. Infiltrieren Sie das Hotel. Egal, ist nicht meine Aufgabe. Hihi. Ja, soll ich selber reingehen oder darf ich so infiltrieren? Okay. Nein, ich kann nicht. Ja, ich kann auch nicht. Meinst du nicht, dass du dran bist? Ja, wir interessieren die Unterhaltung. So. Ja. Leute, sieht wirklich so aus, als ob ich da einfach reingehen müsste oder so. Das ist ja nicht cool, sowas. Ja, okay, wieder. Was? Ah, fuck, Scheiße! Haha. Oh, wer stellt die Dinger denn so laut ein? Ich werde. Ich nicht. Komm, lauf mal da hinten hin, du Lappen, du. Komm, lauf, Junge! Du sollst laufen! Ansonsten komme ich persönlich rein und dann... Das war jetzt nicht geplant. Soll ich rein? Ja, sieht echt so aus, oder was? Ich verarschen, ah ja. Tatsächlich. Alter. Alter. Ein Bankkonto. Unfruchtbar. Arme Sau. Hier gibt es nichts für dich. Schwör schon ab. Ja, ich gehe ja schon. Scheiße, wie funktionieren die Dinger? Wie macht man das aus? Schon wieder der Anarchist? Ja, diese Anarchisten. So, probieren wir erstmal die harte Methode, oder Leute? Schön hart drauf los. Alter. Scheiß. Erreichen Sie Quinns Büro? Ja, das wäre Kies. Oh, komm, wir haben uns kurz abgefangen. Das Ding an. Alter.
Was will denn der da unten? Na komm, was interessiert mich das? Hey, ruft doch ein paar Leute her. Hier geht alles vor die Hunde. Bin dran. Der Scheiß hört sofort auf. Zack. Und der hat gedacht, er könnte mich kriegen. So, verpisst euch lieber alle, gell? Das ist sowieso eigentlich bescheuert, ne, Leute, wenn man so überlegt, dass man hier... Was hast du? Schiss, dass ich dir wehtue? Wir sind vollkommen am Arsch. Was hast du? Schiss, dass ich dir wehtue? Der Scheiß... Der gefällt mir nicht. Schick mir doch ein... So, da wird es nicht viel, noch mehr Leute. Scheiße. So. Alter. Komm schon, ich schieße jedes Mal zwischendurch. So. Na, Boys. Alles klar, MBH. Du Scheiße. Was passiert hier? Meine Fresse, was ist das? Gott, meine Ohren! Suche in dieser so. Richtung. Pass auf! Scheiße! Los, Hände geben! Ich muss hier weg! Was so ein bisschen komisch ist, nach diesem komischen Punkt da, sollte er genau da sein. So. Du hast dann würde ich sagen, zu leben. Wie viele Sekunden? Oh Mann, was passiert hier? Zack. Ach, bin ich froh, dass ich mir das geholt habe. So. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Aufzug. Aber das tun wir in der nächsten Folge, denn das war's für heute. Wie immer, macht's gut und haut rein.